Guten Morgen aus dem Homeoffice. Während ich mich mit meinen Kollegen über Zoom verbinde und mit Mandanten über Skype for Business oder Teams, sitzen im Homeoffice Schüler, die verzweifelt versuchen, in Mebis oder Schulmanager oder anderen europäisch-deutschen Plattformen sich einzuloggen, was nicht funktioniert, weil die Server überlastet sind oder die Verbindungen zusammenbrechen. Konferenzen sind selbst mit 20, 30 Leuten nicht möglich, was für die kommerziellen amerikanischen Produkte schon seit Jahren überhaupt kein Problem darstellt. Und da kommt die Frage auf, liegt das an der DSGVO, dass wir es nicht hinkriegen, überhaupt Verbindungen zwischen Schülern und Lehrern auf die Beine zu stellen? Und die Antwort dazu ist nein. Es liegt nicht an der DSGVO, aber es liegt an Datenschützern, die glauben, die DSGVO würde es verhindern, amerikanische kommerzielle Systeme einzusetzen. Und jetzt wird es Zeit für ein bisschen Aufklärung. Ja, Zoom hat alle möglichen verwerflichen Dinge in der Vergangenheit getan, Server über Länder geroutet, die nicht vorgesehen waren, Daten weitergegeben, ohne darüber aufzuklären und sogar ohne Verschlüsselung, jedenfalls ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Verbindungen aufzubauen. Soll man deswegen Telefonkonferenzen aufbauen oder Systeme nutzen, die nicht funktionieren? Die Antwort dazu ist nein. Die DSGVO schließt nicht aus, amerikanische Systeme einzusetzen. Sie verlangt lediglich, dass Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet werden. Und da sind manche Datenschützer nicht auf dem aktuellen Stand, sind immer noch auf dem Stand von vielleicht März, April und haben zum Beispiel nicht bemerkt, dass der Sicherheitsstandard bei einem Zoom inzwischen besser ist als einem Big Blue Button oder auch einer Telefonkonferenz. Schauen wir uns das mal näher an. Die Anforderungen der DSGVO lauten schlichtweg Sicherheit der Verbindung, dass also der Verkehr nicht abgehört werden kann. Und da gibt es im Grunde genommen drei Stufen. Keine Verschlüsselung, Telefon kann an jeder Ecke abgehört werden. Transportverschlüsselung zum Server, das ist der Standard bei den meisten auch europäischen Videokonferenzsystemen und früher eben auch von Zoom. Das heißt, eine Verschlüsselung findet statt von meinem Computer zum Server und von dort aus zum nächsten. Aber derjenige, der die Macht über den Server hat, kann auf die Verbindung zugreifen. Und die dritte Möglichkeit ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ein außerordentlich kompliziertes System, jedenfalls für Live-Videos, Streams. Das hat Zoom in der Version 5 im Herbst letzten Jahres eingeführt. WhatsApp hat das schon länger, allerdings für einen viel kleineren Kreis oder Anzahl von Nutzern. Und Big Blue Button hat das bis heute nicht. Auch die Open Source Lösungen können keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und da ist es eigenartig, dass nun empfohlen wird, lieber eine weniger sichere Verschlüsselung zu verwenden, solange sie auf europäischem Boden ist. Das ist keine Anforderung der DSGVO, sondern das ist Rechtspolitik. Das ist ein Spleen oder eine Entscheidung von Datenschutzbeauftragten, die teilweise aber nicht einmal den Unterschied der Technologien verstanden haben. Ich kann nicht nachvollziehen, dass ein Berliner Datenschützer beispielsweise Telefonkonferenzen empfiehlt, wo doch gerade diese Technologie überhaupt keine Sicherheit bietet, wohingegen eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Videokonferenz, ganz gleich von welchem Anbieter, viel, viel sicherer ist. Was ist denn aber jetzt mit den amerikanischen Unternehmen und Privacy Shield? Natürlich, wir hatten letztes Jahr die EuGH-Entscheidung, die uns mal wieder gesagt hat, dass Privacy Shield im Grunde keine große Verbesserung zu Safe Harbor darstellt, dass also nach wie vor amerikanisch die Geheimdienste Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Und die Anforderungen, die sich dann in der Praxis daraus ergaben, bis wir ein neues Abkommen mit den Amerikanern geschlossen haben, lautet, dass man amerikanische Unternehmen nur dann beauftragen kann, wenn man durch vertragliche oder technische Methoden sichergestellt hat, dass die Datenübertragungen sicher sind. Und eine Möglichkeit dafür ist eben Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist etwas, was zum Beispiel bei Videokonferenzsystemen möglich ist, was bei Cloud-Dienstleistungen oder Social Media wesentlich schwerer ist. Aber dort, wo man eben tatsächlich auf technischem Wege Sicherheit herstellen kann, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sollte man es auch tun. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man nicht amerikanische, sichere und zuverlässige Systeme einsetzt und stattdessen auf nicht funktionierende und weniger sichere europäische, deutsche Lösungen setzt. Es sei denn, es geht lediglich darum, mehr Geld in die Entwicklung von deutschen Systemen zu setzen und wir darauf nochmal ein oder zwei Schuljahre warten können, bis die so stabil funktionieren. Aber ich glaube, wenn wir uns anschauen, was heute stattfindet, nämlich die Kinder sitzen da und kriegen per E-Mails ihre Aufgaben, dass sie einfach die nächsten 10 Seiten im Buch lernen sollen.
dann muss man sich wirklich überlegen, ob das den Preis wert ist oder ob wir nicht wenigstens mal vorübergehend auch mit professionellen, funktionierenden Lösungen arbeiten können.